Ja, gut, hier ist der Michel aus dem Bastelkeller. Ich wünsche euch viel Spaß beim neuen Video des Rollbock. Ne, habe schon mal angekündigt, das sind den Bau. Jetzt ist es soweit. Ne, viel Spaß beim Gucken. So, wie weit bin ich jetzt hier mit meinem Rollbock? Also, ich habe ein passendes Klötzchen gefunden. Ich glaube, das ist 60 mal 40 mm. Schmeiß das da gerade mal nach. Ja, 57 mal 37. Wo auch immer der Kantholz daher ist, keine Ahnung. Ja, also ich habe jetzt zwei L-Profile im Prinzip aus Holz zusammengebastelt. Jetzt kommt das Ding da dazwischen. Das kommt dann da drauf. Und dann muss ich das irgendwie jetzt festmachen, damit ich das hoch und runter bewegen kann, weil hier oben drauf, auf den Oberteil kommt eine Halterung aus Holz, wie so ein T. Da werde ich aus Rollen, aus Restholz irgendwie Scheiben schneiden, die aneinanderleimen, so dass es im Prinzip eine breite Rolle gibt. So, was habe ich gemacht, damit es auch festgeklebt werden kann? Ich wollte erst nur mit einer 8er Mutter und so eine. Ich habe so. Wo habe ich sie? Ich solche Teile. Ja. Kann man auch mit Rampamoven machen. Habe ich jetzt da reingekloppt, beziehungsweise, ja, ich habe es ein bisschen ausgebohrt mit einem Fastnerbohrer 25 mm, das Ding da reingesetzt und habe mir jetzt hier aus dem alten Scharnier das Stück abgeschnitten und habe das da drüber gemacht. Warum? Weil wenn ich mit einer 8er Schraube da ständig dieses Holz festschraube, ja, und da Druck drauf kommt, dann komprimiere ich das ja. Das ist ja weich, das ist Ficht oder irgendwo in der Richtung. Und das ist ja nichts, nichts, das ist ja kein Hartholz. Ja, deswegen habe ich das mit dem Blech gemacht. War ein Tipp auch vom Truppe, der hat es damals in seinem Video auch erwähnt, dass er das so gemacht hat. Er hat es erst mit dem dünnen Blech gemacht. Ich habe es jetzt gleich mit dem festen Blech gemacht. Also, er hat es dann, glaube ich, auch geändert, wenn mich da nicht alles täuscht. Ja, also das ist jetzt dieses. Jetzt, ich habe es eben schon mal zusammengeschraubt gehabt. Also sieht dann wie folgt aus. Im Prinzip zwei Endteile, ne, die ja praktisch dann erst mal, dann kommt unten noch ein Gestell dran, damit ich das zusammen, dann kann ich es rausschieben, festklemme und ich kann dann da auf der Rolle da was verschieben, beziehungsweise was halten. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch ein bisschen abrunde, bisschen abfräse. Hier ist es nicht ganz bündig, das mache ich jetzt mit Bündigfräse. Das seht ihr dann jetzt auch gleich. So, wie ihr seht, oh Gott, mein Corona-Outfit ausziehe. Ja, also wie ihr seht, habe ich die Kanten jetzt auch zusammen, auch ein bisschen abgerundet. Ja? Also links und rechts. Die anderen werden jetzt zusammengeschraubt, kommt die auf die andere Rundung drauf. Jo, dann geht es gleich weiter. So, und weiter geht's mit dem Rollbock. Also, ich habe jetzt hier einfach mal so ein, ja, ich habe ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe das hier ein bisschen ausgeschnitten, Überplattung gemacht und das Ganze eingeleimt und festgeschraubt. Und ich wollte es jetzt nicht einsetzen, das ist mir alles zu viel Arbeit. So, jetzt bin ich an dem oberen Teil praktisch, die Rolle draufzusetzen. Da muss ich halt gucken, da stelle ich mir jetzt erst mal, schneide ich mir mal aus alten Platten, die ich hier noch so übrig habe, so Reste, Multiplex bzw. Seekiefer 20 mm, schneide ich mir jetzt mal so mit meinem ja, Rundschneider, Scheibenschneider, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt, liegt schon ewig in der Schublade,
Manche verwenden das ständig. Ja, schneide ich mir jetzt mal so 12 Scheiben raus, a 6 cm Durchmesser. Und ja, dann gucke ich mal, wie ich das hinkriege. Lager dafür habe ich auch schon da. Und ich will so drei kleine Blöcke A4 Rollen machen, sodass sie sich unterschiedlich voneinander halt bewegen. Muss schon mal gucken, wo ich euch am besten hinstelle. So, aber seht, ich meine, es ist jetzt nicht so spannend. Aber ja, mal gucken. Wo bin ich eigentlich? Ja, wenn ich in den Füßen stehe, müsst ihr eigentlich was sehen. So. Jo, Michel aus dem Bastelkeller hier. Endfertigung des Rollbox. Kurzes Update. Ich zeige es euch. Augenblick. Tada, da ist er. Also. Ich habe den gerade eben nochmal gestrichen. Jo, so sieht er jetzt aus im Michel-Style. Anthrazitgrün. Rollt hier oben drauf. Alles aus Reste zusammengeklöppelt. Materialpreis, keine Ahnung. Ja, paar Schräubchen halt. Ja, das Holz war jeder. Das ohne der Vierkant der Ständer ist noch ein Rest wie der Douglasium. Der Rest ist 20 mm Seekiefer. Und von daher, hier habe ich halt so ein Rollen, so ein, ja, das habe ich schon genommen. Ja, das ist halt verrollt. Ich werde den nächsten testen. Ja, ich habe mein kleines Eigentor geschlossen. Ich habe jetzt so gesagt, neulich angekündigt, dass ich die Schubladen von dem Nähtisch machen will, von meiner Frau. Das gibt jetzt eine neue Konstruktion. Ja, ist leider so. Ich hatte dann meine Frau vorgeschlagen, weil der halt am Anfang ohne an der Kante so ein bisschen abgebröselt ist, dieser Umleimer. Das Ding ist halt auch, keine Ahnung, schon 20 Jahre alt. Daran wird sie schafft, sie näht, sie macht und tut.
Und ja, das könnten wir mal erneuern, wie haben wir. Und zum Schluss kam dann raus, wir machen neue. Aber er wird aber auch, ich zeige euch, wir fangen an mit dem Ding, wie er jetzt aussieht und wie er dann später aussieht. Das Ding wird ein bisschen länger, es werden zwei Teile. Der hat jetzt drei Fächer, der wird gekürzt auf zwei. Und anstelle des zweiten, des dritten kommt ein niedrigerer Nähtisch dran, sodass er halt einmal eine Theke hat, wo es dann stehen kann, ums Nähe. Und auf der anderen Seite halt, wo die Nähmaschine steht. Ja. Das ist so der Plan. Wie er umgesetzt wird, habe ich im Kopf, aber noch nicht zu Papier gebracht. Ich mache eigentlich sowas gar nicht zu Papier bringen. Ich schreibe mir die Maße auf, schneide die, knüppel die zusammen und fertig. Das ist so eigentlich meine Vorgehensweise. Ich bin am Überlegen, ob ich mir ein Planprogramm besorge, ja, dass ich auch wirklich sagen kann, okay, ihr habt es ja gesehen, wie ich den Frästisch gemacht habe. Der Frank Sheet hat ja auch einen Plan, den er dann halt macht oder beziehungsweise dem er dann hinterherläuft. Ja. Oder alle anderen auch, die nehmen sich einen Plan, basteln danach. Ich bin halt so mehr der, ich tue halt frei entscheiden. Ja. Das ist so meine Vorhabensidee, die auch die von meiner Frau, wie sie umgesetzt wird, wissen wir nicht so ganz, aber wir fangen jetzt schon an, wir räumen das Ding mal aus und wenn das Ding ausgeräumt ist, zeige ich euch, dass wie es aussieht. Okay? In diesem Sinne, gute.